Diawa-Arena. Hier kämpften die Stärksten der Yanrana gegen wilde Bestien. Ich sah die Kämpfe mit meinen eigenen Augen. Was für ein Spektakel. Wahnsinn. Da vorne ist auf jeden Fall was drin. Such das Herz des Tempels. Okay, ich suche das Herz des Tempels. Ist das nicht das Herz des Tempels? Ich höre auf jeden Fall wieder Vögel. Oh, guck mal, hier ist Öl. Hey, Freunde. Nicht davonlaufen, Bruder. Okay. Ich lass mich mal rollen, Leute. Hä? Okay. So. Wo geht's denn hier hin? Aha. Ich bleib erstmal in der Rolle, mal gucken. Upsala. Okay, gut, das passt. Dann sind wir doch richtig. Habe ich jetzt irgendwas übersehen? Ich hoffe nicht. Oh. Das war unser Allerheiligstes. Die goldene Sonne hinter dem Tempel des Lichts. Wahnsinn. Sie zeigt die natürliche Ordnung aller Dinge. Der Mensch, erhaben in den Himmeln über Tier und Natur, beugt sich allein vor seinem mächtigen Tempel. Ist es nicht überwältigend? Ja. Ich weiß noch, wie ich als Kind genau das in meinen Turpoi-Dolch eingravierte. Dieser Dolch war mein Ein und Alles. Soll ich gleich mal ganz hoch gehen oder soll ich erstmal drum rumlaufen? Ah ja, aha, okay. Ich wusste doch, irgendwo ist wieder was. Handgemachte Goldmünze. Ich denke nicht, dass jetzt hier noch irgendwo was anderes ist. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Wir aktivieren unser Allerheiligstes erstmal und gucken, was das ist. Wahnsinn. Bist du das? Oh. Unser Allerheiligstes. Oh, okay, deswegen. Du wurdest entdeckt. Entschuldigung, ich muss ein paar Screenshots machen. Weißt du, was du getan hast? Dieser Ort war heilig. Das war Hochverrat. Deswegen wurdest du aus der Stadt des Lichts verbannt. Naja, wenn die alle so Scheiße gemacht haben, hätte ich auch so gehandelt.
die Armen hungern lassen, Tiere missbraucht und, ja, also. Tja, ja, klar, logisch, Bruder, ich lass das mal so im Raum stehen. Keiner hätte da tatenlos zugeguckt, oder? Hoffe ich zumindest. Jeder Mensch mit Anstand hätte es zum Beispiel nicht gemacht. Hier gibt es sicher einen anderen Ausweg. Naja, ich bin doch da. Das meint er bestimmt, oder? Ich guck nochmal kurz drum rum und dann geht's gleich weiter. Weil ich will nichts übersehen oder so. Weil vielleicht gibt's hier noch irgendwo was. Was ist das hier? Was ist die Sonne? Wahrscheinlich komm ich nicht vorbei. Ups. Scheinbar nicht. Ja. Okay, gut, dann sind wir jetzt einmal drum rumgelaufen. Das wäre der Eingang. Okay, gut, dann gehen wir mal da drüben raus. Und schauen mal, wo uns das hinführt. Hüpf. Oh, was ist das? Achso. Okay, okay. Ich muss aufpassen, nicht, dass ich irgendwo hängen bleibe, ey. Oh! Das war ein bisschen doof. Leute, jetzt geht's ab. Bestimmt das nächste Kapitel, oder? Leute, jetzt geht's ab. Och. Wahnsinn, noch ein größerer Tempel. Ist das nicht schön? Das ist doch wunderschön, oder? Soll ich jetzt ganz runterfliegen oder soll ich mal nach rechts, nach links, oben, nach unten fliegen? Ich gucke erstmal hier nur. Hier gibt es bestimmt irgendwas Verstecktes, oder? Kann ich mir kurz mich gut vorstellen, dass sie genau hier irgendwas versteckt haben. Dass du entdecken kannst, wie zum Beispiel... Pilze oder so. Oder Artefakte oder so. Ich bin ein Kolibri, Leute! Alter, Wahnsinn. Das Game soll in VR auch funktionieren. Ich dachte, das muss ich echt haben, ey, Leute. Aber erst muss man eine neue Küche her. Leider. Aber wir kriegen das schon irgendwie. Ich glaube, hier ist nichts. Ist hier oben irgendwas? Ah ja, hier will er mich nicht hinlassen. Er hat sich ja mit Helikopter, Alter. Okay, ich glaube, wir sollen wirklich einfach runterfliegen. Ich will trotzdem gucken.
traue den nämlich nicht. Entwickler sind immer so gehässig, dass sie genau da, wo du denkst, da ist nichts. Zum Beispiel hinter diesem Stein irgendwas hinsetzen. Also so würde ich es zumindest machen. Sind das Toten Flamingos oder bin ich mir das nein? Ne, das sind Pflanzen. Ja, ich halluziniere schon, ich weiß. Also so fängt's an, Leute, ne? Das ist halt einfach so. Auf zum Palast. Ach so, wir müssen jetzt zum... Das ist jetzt also der Palast. Okay. Aber sind das Vögel, andere? Nee, das sind keine Vögel. Gut, dann wird es wahrscheinlich hier auch nichts geben, oder? Und drüben habe ich schon geguckt, vorhin. Wow! Kommt her, Bruder! Wahnsinn. Guckt euch das mal an. Ich glaube, das ist wieder ein Ende vom Kapitel. Aufstände. Überall. Das ist dein Werk. Hier weiter hinten auch. Ich glaube, hier geht es jetzt nur noch um das hier, glaube ich. Ich will trotzdem noch mal gucken, Leute, ob ich wirklich nichts übersehe. Wenn ich nicht weiterfliegen kann, dann kann ich nicht weiterfliegen. Vielleicht kann ich das ganze Teil umrunden. Ah, ich glaube, das hat keinen Sinn, da lang zu fliegen, weil das ist einfach nur unnötig, es herauszögern.
Wahnsinn, da ging's ab, ey. Ganz schön mutig von dir, so in den Palast des Herrschers einzubrechen. Mir gefällt nicht, wo das hinführt. Hier ist es dunkel. Aber du hast ja mich dabei. Oh. Das sieht echt nicht gut aus, Leute. Da oben geht's weiter. Ich glaube, hier hinten ist was. Ein kleiner Pilz. Den können wir aufdecken. Aufdecken. Leute, das war, glaube ich, keine so gute Idee von uns. Guckt euch das mal an, was wir angerichtet haben. In unserem früheren Leben, ja. Also, ja, nichts gegen mich jetzt sagen, sonst ist blöd, ne? Wahnsinn. Was? Kleine Figur? Ursula. Kleine Figur einer Frau. Oh ja, jetzt kommen wir zu den... Ah ne, ich bin mir ein, dass da Vögel sitzen, nicht Vollidiot. Bin auch ein bisschen blöd, ne? Ich weiß nicht warum, aber ich bin dumm. Sag jetzt nichts. So, okay, weiter geht's. Hier ist der nächste Erinnerungsfetz. Hier kommt bestimmt noch irgendwas. Waren das Freunde von dir? Gefangen genommen von den Tempelwachen? Wahrscheinlich. Kalani-Totem, ein Kalani-Totem. Okay. Gut, hier kommen wir nicht weiter. Dann muss ich mich wohl verwandeln.